Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Green Hell. So, ich habe gespeichert, sicherheitshalber, weil ihr wisst ja, ich bin Schussel und ja, da passieren halt schon mal gewisse Dinge. Ja, ich hätte gerne mal ein Fischerl, ehrlich gesagt. Ich versuche mal mit der Axt, ob ich das mit der Axt erlegen kann. Wahrscheinlich nicht. Es wird nur mit Speer gehen. Das heißt, wir müssen sonst Speer fischen. Auch wenn er recht schnell müde wird. Gefangen haben wir keinen, glaube ich. Nein. Oh. Die müsste ich auch mal aufhängen, glaube ich. Alter, Alter, Alter. Das war letztes Mal einfacher mit dem Fischen. Vielleicht brauche ich auch einen anderen. So ein Vier... Wie hieß der? Vier... Vier Speer-Dings... Vier Spitzen-Dings... Keine Ahnung. Speer-Dings-Kack-Bun da... Ja. Oh, die Kröte. Ich muss mal schauen. Kann man das trocknen? Nein. Das geht nicht. Aber das trocknen wir mal. Das heißt, die sollten wir nach... Oh, die hilft gegen Lebensmittelvergiftung. Das ist cool. Na, wir sollten mal Feuer machen eigentlich, ne? Aber womit? Wir sind arm. Wir haben nichts. Es wäre halt echt cool, wenn man so einen Bambus... Also so einen Bambusplatz, sage ich schon. Wenn man hier so ein... Ja, so Palmblätter, die noch grün sind, selber trocknen könnte. Das wäre halt schön. Oder zumindest, nicht, dass man einen ganzen Busch kaputt machen muss. Sondern, dass man, ja, die Blätter einzeln pflücken könnte. Ich wollte nur mal schauen, ob die Pflanze dadurch auch kaputt wird. Glaub nicht. Okay, dann halt mit der Knochenaxt. Huh. So, das müssten jetzt Tabakpflanzen gewesen sein, ne? Yeah, Tabakpflanzen, sehr gut. Da hätten wir ein paar trockene Blätter. Den muss ich leider kaputt hauen. So, bitte zuerst die trockenen. Dann halt die frischen. Hebst du denn jetzt auf, Herrschaftszeiten? Aufheben. So, damit ich die da hinschmeißen kann. Trockenes Blatt. Noch eins. Dann können wir jetzt endlich wieder Feuer machen, nämlich. So. Läuft. Das heißt, hier herüben, als wir letztens hier runtergekommen sind, beim letzten Vibe, muss es hier eine Schlange gegeben haben. Die würde ich nämlich gerne umbringen. Damit ich nicht nochmal dort reinlaufe. Was war denn das jetzt? Das heißt, ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, wo dieses Monstrum ist. Das war gar nicht hier, glaube ich, ne? Das war woanders. Das war auf der anderen Seite irgendwo, glaube ich. Ach. Jetzt hätte es nicht weglaufen brauchen.
Komm, Energie, geh weg. Passt. Haben wir noch Platz? Könnte knapp werden. Aber Lian würde ich gerne mitnehmen. Ja, ja, er tut ja nichts. Meine Güte, immer diese Schisser. Ich hätte nur die Alter. Wenn es eine Schlange gegeben hätte, die hätte ich umgehauen. So. Ist das auch geklärt? Ah, das war, glaube ich, hier herüben, ne? Da ist der Wasserfall. So ist das, stimmt. Ah, nein, das ist die verkehrte Seite. Ach, egal. Ist ja wurscht. Halt, war das ein Teil? Na, das hat gerade so komisch ausgeschaut. Okay. Quick, quick. Irgendwie sind wir da mal irgendwo runter und dann habe ich, das war glaube ich da drüben irgendwo, dann habe ich eine Vergiftung abbekommen. Das heißt, es muss mich eine Schlange gebissen haben. Elendiges Mistviech, dreckiges. Und das... Also das können wir uns aber nicht gefallen lassen. So. Wir brauchen mal was für unsere... Wobei die geistige Gesundheit ist gar nicht so schlecht, erstaunlicherweise, aber... Bevor uns die Langusten eingehen, möchte ich sie schon gerne braten. So, also Pinsen. Ja, ja. Du bist so arm. So. Yes. Und das Feuer anzünden. Servus Kröte, jetzt ist es auch ein bisschen warm. So, und die werden wir jetzt gleich braten. Das müsste klappen, jawohl. Hm. Warum klappt das jetzt nicht? Ah, hier. Kann man eigentlich mit den Früchten auch was machen? Nicht so wirklich, hä? Dann würde ich sagen, dann futtern wir sie einfach. Essen und essen und essen. Und das essen wir auch. So. Wie schaut's aus mit unserer Gesundheit eigentlich? Ja, ist gar nicht so schlecht. Ist nicht schlecht. Muss man mal sagen. Dann würde ich sagen, wir trinken noch was. So. Da geht auch noch was. Gut. Ich bin gerade am Vollgrübeln, was wir jetzt anstellen könnten. Ich werde noch ein paar Pfeile basteln. Und dann wäre echt einmal cool, wenn wir einmal von dem Lager hier wegkommen und uns mal die Gegend ein bisschen besser anschauen. Ne? Wobei bei den ganzen Schlangenviechern, ja, werde ich wohl eher drauf gehen. Ja. So. Und dann noch einmal. Zack und zack. Ich glaube, dann haben wir alle Federn. Yeah. Falsch. Hier. Dann hätten wir alle Federn weg. Passt. Vielleicht können wir die Pfeile... genau. Platzsparender etwas schlichten. Würde noch was? Tatsächlich, daneben hätte noch was Platz. Schau mal. Das können wir richtig... Da ist ein Viech. Da bist du ja nix. Aber, aha, dazwischen geht es aber nicht mehr aus. Da oben quer drüber, da unten quer drüber geht es auch nicht aus, ne? Na, das bleibt so. Okay, dann zwei, quasi hier nochmal eins wahrscheinlich. Das wird klappen, tatsächlich, ja. Das würde klappen. Also können wir die beiden quasi voll machen noch und dann, ja, mehr geht so quasi nicht, ne? Saufen wir noch. Wir sind sogar ein bisschen müde, sehe ich gerade. Ich muss schauen, wie es uns im Essen geht. Gekocht, passt, nehmen. Und Languste nehmen. So. Verfall einen Tag. Essen wir mal eine, oder? Oder essen wir beide?
Getrocknetes Fleisch hält länger als gebratenes. Wie es ausschaut, ist auch nicht schlecht. Muss man auch wissen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen pennen. Jetzt haben wir eh schon zu Abend gegessen, damit wir da fit sind. Und dann können wir uns ja wirklich mal vom Lager ein bisschen mehr wegbewegen. Und schauen, ob wir irgendwo anders quasi unser Glück finden. So, 1 Uhr in der Früh. Es ist ein bisschen finster noch. Und natürlich gibt es wieder schlechtes Wetter. Was haben wir hier eigentlich? Singen höre ich mal kein. Glaube ich. So. Wenn ich jetzt hier... Ah, okay. Ja, natürlich, das hatten wir schon mal. Spielt da jetzt jemand auf einem Instrument oder... Kommt das jetzt vom Spiel? Keine Ahnung. Egal. Es ist zu dunkel eigentlich noch, um weiterzureisen. Die geistige Gesundheit ist ganz oben, wie es ausschaut. Das passt mir gut. Haben wir noch was zum Essen? Hätten wir tatsächlich noch was? Zu viel möchte ich nicht essen, weil das hält sich recht gut. Trinken, trinken, trinken. Dann schauen wir mal, wie schauen wir aus. Ein bisschen könnte man noch was trinken. Da ist noch schön am Trocknen. So, und du bist eh für nix, die Schüssel da, genau. Palmblatt bringt mir nichts, aber hier die Früchte essen wir, also die Nüsse, so muss ich sagen. Da ist sie. Sehr, sehr gut. Einen Stein. Okay. Dann schauen wir uns mal hier wieder um. Da hat man noch eine Feder, eine hübsche. Singen tut hier keiner. Okay. Ich wollte mich nur noch schnell umschauen, ob wir hier noch Kokosnüsse oder so haben. Damit wir einen recht guten Vorrat haben. Und dann werden wir, glaube ich, uns mal ein bisschen umschauen. War das gerade ein Affe? Ich habe keine Ahnung. Falls ihr etwas randalieren hört, ne, so Geklopfe und so weiter, irgendwas passiert gerade unter meiner Wohnung. Ich glaube, da werden Sachen zerstört oder aufgebaut. Eins von beiden. So. Bleiben wir noch ein bisschen da. Für die geistige Gesundheit. Dann legen wir uns noch einmal hin, damit die Zeit schneller vergeht. Und dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen auswärts kommen. So, ich würde sagen, so, das passt. Passt! La 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 la. Wir gehen durch die Gegend. Tra la 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 la. Es wäre wirklich cool, wenn wir vor allem... Ja, wow! Wenn wir vor allem... oh. Gut, nehmen wir mit. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Es wäre cool. So. Weiter bin ich nicht gekommen mit meinem Text. Genau, es wäre cool, wenn wir Bambus finden könnten. Wahrscheinlich bin ich schon tausendmal beim Bambus vorbeigelaufen. Ich habe keine Ahnung, ob... Ich meine, das schaut jetzt nicht aus wie Bambus, das Gestrüpp hier. Müsste
Alter, da unten geht's ab. Was macht der da unten? Der rumpelt's die ganze Zeit. Ich bin doch gerade am Aufnehmen, ey. Ah, ein trockenes Blatt, das nehmen wir gleich mit. Alter. Hier in der Gegend, glaube ich, streunte auch mal ein Jaguar herum. Super. Steh kurz beim Wasser und bin schon voll mit Ekel. Ach ja, die Rüstung habe ich jetzt natürlich auch nicht. Okay, der Schuss war für nix. So. Einmal schön Beute. So. Sehr, sehr gut. Die Knochen kann ich natürlich nicht mitnehmen. Ist eh logisch. Wo war der zweite? War der nicht hier? Alter, was machen die da unten? Da geht's nur die ganze Trumpel, die Bumpel, echt. Unfassbar. So. Hätte ich hier nicht irgendwie besser Platz? Schaut nicht so aus. So, und so vielleicht mal. Alter. Du Nadel. Ja, da. So. Geht gar nichts, ne? So. Geht sowas? Nee, geht echt nur so. Tja, das ist Pech. Das ist natürlich jetzt Pech. Ah, da oben hat was Platz. Na, würdest du bitte? Vielen Dank. Die Pflanze hier. Ja, klar. So, jetzt aber. Jawohl. Okay, das war's. Mir geht leider nicht. Okay. Dann gehen wir halt mal ein Stück. Aber wenn wir es schaffen würden, dieses Bambusgestell zu bauen. Dann müssten wir theoretisch vielleicht dient es ja dazu, dass wir dann diese Palmblätter trocknen könnten. Das wäre halt echt eine coole Geschichte. Alter, was zwitschert denn da die ganze Zeit? Da sind Bienen. Die stechen mich aber sicher, ne? Ja, ja. Da bräuchte man bestimmt. Au. Da bräuchte man bestimmt. Was wollte ich sagen? Eine Fackel zum Ausräuchern wahrscheinlich, ne? Wo haben die mich denn jetzt gestochen? Ah, hier. Hä? Gehört das nicht hier hin? Dann halt nicht. Dann lassen wir es halt. So. Ausschlag. Da ist sie. Ich sehe dich, du Saufiech. Mistviech, dreckiges. Und ausnehmen. So.
Frisches Schlangenfleisch. So. Ja. So. Jetzt ist halt die Frage, was passiert, wenn man den Krug... War das jetzt gut oder schlecht? Au. Fuck. Okay, das war für gar nichts. Ich dachte, da unten wäre was. Honigwabe. Ah, nur ein Stein. Ich dachte, da wäre noch eine Honigwabe. Schade. Na gut. Wofür ist die jetzt gut? Herstellen. Da kann man echt was herstellen. Ich will mal... Ich wäre mal neugierig. Wo ist es denn? Ja, ob es mit dem Verband geht. Tatsächlich Honigverband. Das bauen wir gleich. Weil, also ich weiß, jetzt bin ich gespannt, ob sie das hier auch beherzigen. Wenn euch mal eine Wepse, eine Hornisse, eine Biene oder so sticht, mal schauen, ob das klappt. Ja, das berücksichtigen sie. Das beste Mittel, um die Schmerzen und die Schwellung eines Bienen, Hornissen oder Websenstiches zu lindern, ist ein bisschen Honig auf die Wunde zu tun. Das hört sich jetzt total bescheuert an, aber die Bienchen sind nicht dumm. Die haben tatsächlich in den Honig ein Mittel mitverarbeitet, was das Gift des Stiches neutralisiert. Ja, es ist ein Gift, kein tödliches Gift, aber es verursacht halt Schmerzen. Und wenn ihr euch stecht, einfach mal ein bisschen an Honig, muss jetzt nicht ein ganzer Esslöffel sein, einfach nur den Honig über die Einstichstelle sozusagen drüber geben. Und dann geht nicht nur die Schwellung zurück, sondern auch der Schmerz. Und früher, als es noch keine Maßregel und sonstige Süßigkeiten gab, gab man dem Kind oder demjenigen, der gestochen wurde, noch einen Löffel Honig zum Essen. Das hat nämlich noch obendrein die Laune verbessert. Süßigkeiten verbessern ja eigentlich immer die Laune. So. Okay, da ist aber eine schöne Lichtung. Boah, das hier ist eine schöne Lichtung. Oh, das hier ist wunderschön. Ja, da würde ich gern wohnen. Wow. Also hier ist echt schön. Ich will noch darüber gehen, wenn ich es überlebe. Hier wären wir sogar noch ein bisschen versteckter, glaube ich. Boah. Also hier wäre schon schön zu wohnen, würde ich sagen. Was meint ihr? So mit so einem Baumstämmchen? Das ist echt schön. Weil ich suche ja nach einer zweiten Behausung eigentlich. Hier wäre es auch schön, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, na Papagei, geht's dir gut? Ich muss ganz ehrlich gestehen, hier drüben gefällt es mir noch ein bisschen besser. Hier so. Vor allem hier kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier irgendwie so unser Lagerplatz machen können mit Lagerfeuer. Oh Gott, ist das schön. Oh, wow. Schau mal, unser eigener privater Wasserfall. Oh Gott, ist das schön hier. Wow. Oh, wow. Okay, ich habe mich gerade verliebt. So, passt. Wir werden hier einziehen. So, einmal Baumenü bitte. Das ist voll schön hier.
Gefällt mir schon. So, jetzt wird aber das Problem sein mit dem Bauen, dass wir hier keinen Platz haben werden, fürchte ich. Aha, warte, hier hat sich das Obsidian-Dingens seinen Platz gefunden. Das Obsidian-Messer. Verband, Seil, hä? Steinklinge, Steinaxt, Fackel, Knochenmesser, vierzackig, Bogen, Pfeil, Knochen, Knochen, Stammdings, Knochenhaken. Okay, das Obsidian-Messer ist gar nicht dabei. Okay. Eine neue Blume. Also hier, beziehungsweise die Honigwabe. Desinfiziert, Antiseptikum und Antihistaminikum. So, habe ich das richtig gesagt? Ich hoffe. Jetzt muss ich nur kurz schauen. Wir haben hier Palmenblätter und Bananen haben wir auch. Also Bananenblätter haben wir da einmal. Zweimal. Ich glaube, das sind auch welche. Dreimal. Bananenblätter haben wir mehr als Palmen, oder? Nein, es hält sich. Hält sich eigentlich in Grenzen. Hätten wir alles da. Okay, dann wäre es wurscht. Dann glaube ich, wären wir das Palmendach. Okay, man kann hier nicht bauen. Habe ich jetzt das Palmendach gewählt, ich Depp? Ja, freilich, weil ich doof bin. Alter! So, die Hütte wollte ich eigentlich. Da. Nein, warte. Warte. Mit. Aha, das geht nur die schräg. Ach so, ich verstehe schon, ich bin dumm. Da brauchen wir natürlich zuerst. Nein, nicht verdrücken. Da brauchen wir zuerst den Rahmen. So, gutes Mädchen. Gutes Mädchen. So, ich will das optimalerweise. Ja. Da war es ganz kurz weiß. Da war es ganz kurz weiß. Genauso möchte ich es drüber haben, dass eben dieser. Dieser Baumstumpf da hier, dieser Baumstumpf, genau, dieser große Baumding da hier eben, halt, langsam, dass das dabei ist. Oh Gott, das wird cool. Ein bisschen noch, geht noch ein bisschen, so. Ich glaube, ich will es so probieren. Weil dann verstehst du, dann können wir hier so das Feuerchen machen, oder? Ja, warum? Aber da geht es zu steil bergab, oder? Das ist besser gewesen, hier ein bisschen mehr ins Grün. Na, das passt schon so. Hier dann das Feuerchen hin, dann kann man sich klasse da hinsetzen, das ist schon gut. So, wir brauchen jetzt die Axt. Verdammte Axt. So, und hauen gleich einmal den da weg, glaube ich. Den brauchen wir, glaube ich, nicht. Wenn da der Baum stumpf stehen bleibt, glaube ich, schon gut. So, also. Immer schön feste drauf. So. Zack. 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 Uah, du Deichsel, Alter. Was bist denn du da jetzt? Gschuh. Geh weg. Boah, da Deichsel, da sind aber viele. Alter, ich will da gerade einen Baum hinmachen, ne? Alter. Arschloch, ey. Hab ich mich gerade erschrocken, ey. Au. Alter. Oh. Alter, Alter. Puh. Wo bist denn hin, du Arsch? Ich hab noch Pfeile. Ja, verreckt, Gott sei Dank. Boah, ich werde auch gleich sterben, ey. So, ganz schnell. Alter. So, na, nicht du, du scheiß Blumen, du Dreckige. So, das jetzt mal.
Ich hab mir jetzt gerade fast in die Hose gemacht. Alter Schalter. So, wie schaut die andere Hand aus? Die Hand ist okay. Der Fuß ist okay. Der andere Fuß. Da ist noch was. Herstellen. Gott sei Dank habe ich da Sachen mitgenommen, ey. Puh. Alter Schalter. Okay, das ist vielleicht doch kein guter Platz. Alter. Alter. So, Bein. So. So. Und verbinden schnell. Wow. So. Eingefatscht. Passt. So. Ihr Bastarde, ihr. Kein Platz mehr, ja. Die Pfeile hätte ich gerne wieder. Bitte. Hä, was hat denn der da? Einen Wackerspeer. Halt, das wollte ich jetzt gerade nicht. Den Wackerspeer werde ich nehmen. So, da haben wir noch einen. Alter! Wenigstens können wir die jetzt endlich besiegen. Und ich habe noch nichts fertig zum Speichern, ey. Das ist voll doof. Ich muss noch ein Bad machen. Weil wir müssen ja Bäume fällen und so weiter. Hoi. Warte mal. Da werden wir probieren. Ich werde jetzt den Knochenspeer weghauen. Den Stammesspeer werden wir reintun. Da haben wir noch mehr Speere. Ich hoffe, das geht nicht weg. Alter Schalter. Pff. Unfassbar, ey. Aber wir haben drei umgebracht. Der Platz gefällt mir doch recht gut, weil sollten wir hier überrascht werden, können wir immerhin noch über den Baumstamm hinter uns ausweichen und die Krüppeln da besiegen. Ich bin zu schwer, glaube ich. Halleluja. Also damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Alter. So. Alter Schalter. So, es wäre schon bald besser. Ich kann nicht mehr hüpfen, glaube ich. Zuerst das Trockengestell zu bauen. Warte, ich stelle es gleich mal auf. War das hier? Ich glaube, oder? Oder war das hier noch dabei? Na, das war... Boah, wo waren das dabei? Ah, hier, Trockengestell. Langer Stock, kleiner Stock, Knochen, Nadeln, Bambusdingens haben wir nicht. Unbedingt hier Trockengestell. Ich weiß nur noch nicht so recht, wohin am besten. Aber ich glaube... Ich glaube, so wäre es schön, oder? So. Bist du narrisch? Alter Socken. Habe ich mich jetzt erschrocken. Okay, ihr Lieben, wir beenden den Part. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Seriously? Ja, ja. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.